Hallo ihr Lieben, der Sommer ist da, in einigen Bundesländern haben auch die Sommerferien schon begonnen. Mit anderen Worten, es ist Urlaubszeit und viele, viele fahren in Urlaub und so manch einer von euch fährt nach Dänemark in den Urlaub. Und dort möchte man dann vielleicht gerne deutsches Fernsehen schauen, aus den verschiedensten Gründen. Vielleicht heute Abend, wenn in Berlin das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft angepfiffen wird, dann möchte man vielleicht live dabei sein. Oder am 26. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris, vielleicht möchte man das gerne schauen. Oder man möchte seine Lieblingsserie nicht verpassen. Das heißt also, viele deutsche Urlauber möchten in Dänemark im Ferienhaus gerne deutsches Fernsehen schauen. Und darum dreht es sich heute in diesem Video. Ich habe da ein paar Informationen für euch und ich zeige euch sozusagen mal als Tipp, wie ich persönlich das mache. Also, deutsches Fernsehen im dänischen Ferienhaus schauen ist das heutige Thema. Vielleicht bevor wir loslegen, eine kleine Bitte vorab. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video, wenn es euch gefällt, auch einen Daumen hoch gebt. Das hilft dem Kanal schon sehr weiter. Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch auch mal den Link zu einer Facebook-Gruppe, die Dänemark Hygge und Meer heißt und die gerne noch ein paar mehr Mitglieder, die dort mitmachen, gebrauchen könnte. Also, deutsches Fernsehen schauen in einem dänischen Ferienhaus. Das Ganze beginnt sozusagen schon vor dem Urlaub, wenn man sich das Ferienhaus eben aussucht. Ich zeige euch das euch mal am Beispiel der Webseite von Feriepartner. Über diesen Anbieter habe ich in den letzten Jahren mehrmals Häuser gebucht und war dort immer sehr zufrieden. Dieses Video wird übrigens nicht von Feriepartner gesponsert. Ich habe mich für diese Seite entschieden, weil die in dem Thema eigentlich sehr, sehr gut sind. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also, nehmen wir mal an, ihr habt euch jetzt schon mal das Gebiet ausgesucht, in das ihr reisen möchtet und auch den Reisezeitraum. Dann werden hier eben schon mal ganz viele Häuser angezeigt. Dann könnt ihr hier bei Filter eben sagen, was ihr so alles wollt. Was weiß ich, wenn ihr eine Sauna haben wollt, und wenn ihr vielleicht ein Haus mit Wärmepumpe haben wollt. Und hier taucht eben auch der Punkt auf deutsches Fernsehen. Das heißt, ihr könnt hier ganz gezielt nach den Häusern suchen, die eben deutsches Fernsehprogramm bieten. So, und was Feriepartner hier ganz geschickt macht, das zeige ich euch jetzt mal. Hier seht ihr ja, bei deutsches Fernsehen ist so ein kleines I. Wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr hier in diesem Fall angezeigt, welche Sender in diesem Haus zur Verfügung stehen. In diesem Haus sind das ZDF, ARD, RTL und Sat1. Ich habe noch ein Beispiel. Hier bei dem Haus, wenn ihr hier auf das I klickt, dann seht ihr, dass es hier beim deutschen Fernsehen tatsächlich nur das ZDF gibt. Das heißt also, über diese Filterfunktion bei den Ferienhausanbietern könnt ihr selektieren, dass ihr nur die Häuser mietet, in denen es eben deutsches Fernsehen gibt. Und dann könnt ihr eben dort, wo es zumindest so die Webseite ausweist, eben auch sehen, welche Sender angeboten werden. Dann wird das eben dort meistens mit einem Satellitenempfänger oder vielleicht auch mit Kabelfernsehen realisiert. Das heißt, schon vor der Auswahl des Ferienhauses, vor dem Urlaub sozusagen, kann man da schon mal checken, ob es dort in dem Ferienhäuschen eben deutsches Fernsehen gibt. Oft sind in den Häusern auch mittlerweile Smart-TVs vorhanden, sodass man im Prinzip auch digitale Angebote nutzen kann. Dann hat der Hausbesitzer vielleicht auf diesem Smart-TV einen Netflix-Account und man kann sich dann mit dem eigenen Netflix-Account dort einbuchen, wenn man zum Beispiel dann Netflix gucken möchte. Also, jetzt ist es manchmal schwierig, wenn es eben in einem Haus, das man gerne mieten möchte, nicht überall oder nicht genug deutsche Sender gibt. Jetzt möchte ich euch mal eine Möglichkeit zeigen, wie ich das mache. Zunächst einmal, ich suche immer Häuser aus, die auch WLAN haben, also einen Internetzugang. Das heißt, hier über den Suchfilter kannst du einstellen,
Wi-Fi oder WLAN. Und dann lasse ich mir eben diese Häuser anzeigen, die das bieten. Und was Ferienpartner hier auch ganz gut macht, auch hier gibt es dort eben bei Wi-Fi ein i, und wenn ich da draufklicke, dann kriege ich hier angezeigt, dass in diesem Haus die Internetgeschwindigkeit mehr als 20 Mbit sind. Schauen wir uns nochmal das andere Beispiel an. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich, es sind weniger als 20 Mbit. Das heißt also, mit diesen Informationen weiß ich, ob ich in dem Haus ein gutes Internet bekomme. So, was mache ich dann? Ich bringe im Prinzip immer zwei Sachen mit, nämlich einmal mein Apple TV, also diese Set-Top-Box von Apple, die bringe ich mit. Und ich bringe zwei von meinen HomePods mit. Damit schaue ich dann sozusagen Fernsehen. Das heißt, den Apple TV schließe ich dann im Prinzip mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher im Haus an und verbinde ihn im Prinzip mit dem WLAN im Haus. Und über diese zwei HomePods habe ich dann eben auch noch einen richtig guten Sound beim Fernsehen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich meinen Apple TV mitbringe, der ja auf mich konfiguriert ist, habe ich, sobald ich den mit dem Internet verbunden habe, im Prinzip mein komplettes Multimedia-Programm sozusagen mit dabei. Das heißt, da sind mein Netflix-Account, der Disney-Account, Amazon Prime-Account sind das alles mit dabei. Und dadurch, dass mein Kabelanbieter, also Vodafone, auch Fernsehen über das Internet anbietet und auch eine entsprechende App da drauf ist, kann ich über dieses Ding eben auch das normale Fernsehprogramm schauen. Das heißt also, ich habe dann eben unabhängig, ob in dem Haus selbst deutsches Fernsehen auf dem Fernseher läuft, alles, was ich haben will, tutti completi mit dabei und kann dann eben meine Streaming-Kanäle nutzen und eben meinen Fernsehzugang sozusagen, den ich hier zu Hause per Kabel benutze, kann ich dann dort in dem Ferienhaus schlicht und ergreifend über diese Set-Top-Box eben benutzen. Das ist also das, was ich schon seit mehreren Jahren mittlerweile mache, und ihr seht ja, das ist nicht viel Gepäck, das passt also mit in die Tasche. Und dann nimmt man eben noch die dazugehörigen Kabel mit und hat sein ganz normales Ferienprogramm, nein, sein ganz normales Fernsehprogramm, Streamingprogramm mit in den Ferien. Also, das wäre mein spezieller Tipp zum Thema deutsches Fernsehen im dänischen Ferienhaus schauen. So, ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter. Vielleicht könnt ihr das ja genauso machen. Und wenn nicht, wisst ihr zumindest, wie ihr rauskriegen könnt, wenn ihr ein Ferienhaus bucht, ob es dort deutsches Fernsehen im Angebot gibt. Also, das war's für heute. Hi, hi, wie seh's?